Herzlich willkommen bei meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Dr. Reinhard Pichler. Wie kann ich eine gesunde Beziehung aufbauen und wie kann ich dann eine gesunde Beziehung leben? Was ist eine gesunde Beziehung? Etwas, das sich jeder wünscht. Jeder will gesunde Beziehungen haben. Jeder will schöne Beziehungen haben. Und schöne Beziehungen habe ich dann, wenn ich merke, ich kann was geben. Ich fühle mich wohl dabei, es ist nicht gezwungen, es ist nicht zu viel, es ist nicht zu wenig, es ist so, wie ich es einfach gern geben mag. Und der andere freut sich, dass er was nehmen kann, der nimmt nicht zu viel, der saugt mich nicht aus, der nimmt nicht zu wenig und sagt, kalte das, ist uninteressant für mich. Also es ist ein wunderbares Geben und Nehmen Gleichgewicht. Und das ist nämlich wirklich ein Geben und Nehmen Gleichgewicht, das heißt, ich kann auch was vom anderen, mit dem ich eben in Beziehung bin, braucht keine partnerschaftliche Beziehung sein, es können alle Beziehungsformen sein, die man sich denken kann, bis hin zu beruflich und Eltern-Kind-Beziehung und Freundschaften und so alles. Ja. Das, was ich auch von dieser Beziehung gern möchte, kriege ich auch im richtigen Maß, nicht zu viel und nicht zu wenig. Wenn ich mal mehr brauche, kriege ich auch mehr, das kann ich auch formulieren und artikulieren und es ist eben wirklich so, dass ich spüre, passt. Und für den anderen ist es genauso. Der sagt auch, passt. Jetzt gibt's ganz viele Beziehungsformen, wo eben das ungesund ist. Wo der eine zu viel fordert, der andere zu viel saugt, der nächste überschüttet, wo man schon sagen muss, bitte halt, halt. Der nächste viel zu starke Grenzen setzt, also viel zu große Distanz ist. Ja. Nicht verordnetes Social Distancing, sondern eine unfreiwillige Distanzbeziehung, weil der andere längst sich jemand anderen gesucht hat und mit dem viel mehr Emotionen auch hat als wie zu dem. Und das ist jetzt der nächste wichtige Punkt. Eine gesunde Beziehung ist eine emotionale, runde Sache. Ich fühle mich wohl, ich spüre auch, wenn ich so nachspüre, das tut gut, mit dem Menschen zusammen zu sein. Und der andere Mensch, der Partner, der Freund etc. fühlt sich auch wohl. Und das geht natürlich leicht aus dem Gleichgewicht, weil irgendwann kann sein, dass meine Emotionen da nicht so sind, wie ich es gern hätte. Dann werde ich es formulieren und der andere sagt dann, na, ich sehe es aber anders. Und dann beginnt's. Dann muss ich schauen, wie kann ich das wieder ausgleichen? Wie kann ich da wieder einen guten Weg finden, dass es für mich passt und dass es für den anderen passt? Und das ist eigentlich der Weg, wie ich gesunde Beziehungen leben kann. Dass ich immer wieder ausspreche und ausgleiche, wie es passt. Und wenn mir der andere super am Nerv geht und ich mir denke, das gibt's jetzt aber echt nicht, ja, dann muss ich das aussprechen und dann müssen wir einen Weg finden, wie das passt. Wenn der sagt, sorry, ich kann nicht anders, ist meine Grenze, dann hilft's nichts zu sagen, du musst aber, also alles, was müssen ist, funktioniert sowieso nicht. Ja, dann werde ich einen Weg finden, wie ich seine Grenze akzeptiere. Und wie ich mich wieder einrichte. Wenn die Grenze so überbordend ist, dass ich sage, na, das ist nicht mehr gesund, das geht für mich nicht, ja, dann muss ich was adaptieren. Und dann kann auch sein, dass deshalb die gesunde Beziehung aus dem Gleichgewicht gerät, weil der andere einfach eine Grenze setzt, die nicht geht. Wenn jemand sagt, ich freue mich, wenn ich dich einmal im Jahr sehe, sonst will ich mit dir keine Beziehung haben, weil ich sage, gut, das ist keine intensive Beziehung, ist für mich jetzt dann auch keine gesunde Beziehung, sondern eine seltene Beziehung. Ich habe mir was anderes vorgestellt. Ich suche mal jemanden, mit dem ich eine intensivere Beziehung leben kann. Weil ich möchte mit jemand intensiver leben, als wie nur einmal im Jahr. Einmal im Jahr ist okay, aber das ist jetzt keine tiefe Beziehung. Es ist schön, wenn wir uns einmal im Jahr sehen, aber mit dem lebe ich nicht zusammen. Wenn es für beide passt, dass sie sagen, wir sind ein Paar, aber wir sehen uns nur einmal im Jahr und sind sehr froh drum, dass wir uns nur einmal im Jahr sehen, wird es wahrscheinlich selten geben, aber von mir aus, wenn es passt. Die Frage ist, warum sehen sich die so selten? Ja? Warum brauchen die so viel Distanz? Sind die wirklich ein Paar? Was machen die denn sonst? Also es geht schon um ein normales, gesundes Maß des regelmäßigen Austauschs und wir Menschen sind halt mal darauf angelegt, dass man schon einfach täglich mit jemand in Kontakt sein wollen, der uns,
der uns gut tut, mit dem es einfach schön ist, das ist ein normales Leben. Da muss ich jetzt noch nicht mit dem verheiratet sein, sondern einfach jemand, den ich täglich höre, mit dem lebe ich eine intensive Beziehung. Eltern-Kind-Beziehung zum Beispiel. Ja, erwachsene Kinder und alt werdende Eltern. Es ist ganz normal, dass man da einmal, zweimal in der Woche mindestens redet oder halt vielleicht sogar täglich. Aber da auch nur so, wie es passt. Wenn es für den einen oder anderen Part, für die Eltern, die alten Eltern oder die erwachsenen Kinder nicht passt, so viel Kontakt zu haben, muss man das dann auch schauen. Und dann kann man natürlich nicht sagen, sucht andere Kinder, weil ich will nicht so viel mit den alten Eltern reden, sondern da muss ich dann auch schauen, was brauchen sie? Brauchen sie es wirklich? Ist es einfach nur Fahrt? Kann man denen schauen, dass sie andere Freunde auch noch finden, dass ich nicht ein Freund oder Ehepaarersatz bin, wenn ein Elternteil dann zum Beispiel schon gestorben ist und ist ein Witwe, ein alter Witwer oder Witwe über und ich werde dann als Ersatz gebraucht, ja, für die eigene Leere und Einsamkeit. Da muss man dann Wege finden, wie noch eine gesunde Beziehung möglich ist. Aber gesund ist die Beziehung nur dann, wenn es für beide passt. Und ich kann mich schon eine Zeit lang aufopfern, ich kann schon eine Zeit lang Dinge tun, die für mich nicht passen, aber das geht nicht auf Dauer. Und das hat eine Auswirkung auf die Beziehung. Die Beziehung ist dann nicht gesund. Ist eine paternalistische Beziehung, ist eine Pflegebeziehung, ist dann eine Beziehung, weil es einem einfach schlecht ist, weil der krank ist, weil der einfach jetzt wirklich in einer Notsituation ist. Okay, kann ich schon mal eine Zeit lang tun, aber nicht auf Dauer. Und ich werde hoffentlich mich bemühen, das wieder auf ein gesundes Maß zu bringen. Und das geht am besten durch Gespräch und durch Klärung, worum geht's denn? Was ist denn jetzt dein Anliegen? Ja, du bist zu einsam. Ich kann nicht deine Einsamkeit ersetzen. Ich habe selber jetzt meine Familie und ich kann nicht so viel Zeit verbringen. Aber ich kann dir helfen zu organisieren, dass du, in den Seniorenclub gehst und mit anderen Leuten zusammen bist, ja, oder dass du wieder einen Partner findest oder und so weiter, ja. Dann habe ich wieder als Sohn eine gesunde Beziehung zu meinen Eltern, zum Beispiel. In der Partnerschaft, wenn da die Beziehung ungesund wird, dass der Partner von mir was fordert, bis hinein in die Sexualität, was ich nicht erfüllen kann oder auch nicht erfüllen mag, müssen die zwei Partner einen Weg finden, dass sie sich eben annähern, so wie es für beide passt. Und dann wird vielleicht jeder ein Stück, einen Schritt auf den anderen zugehen, was man nicht unbedingt jetzt von selber wollen würde, aber weil ich den mag, weil ich mit ihm zusammenbleiben mag, weil ich ihn schätze, weil ich auch sehe seine Bedürfnisse oder ihre Bedürfnisse, werde ich da einfach dann ein Stück entgegengehen, um wieder zu sagen, okay, so passt es für mich. Und man kennt sich ja dann sehr gut und man weiß ja ganz genau, ist es jetzt zu viel, ziehe ich da jetzt jemand über den Tisch oder passt das, ja? Und wenn da die Mitte ist, geht es wirklich darum, dass beide sich annähern, ja? Und nicht nur, ich bleib da stehen und der andere muss sich so annähern. Sicher nicht. Das wird nicht passen. Also das wird deshalb nicht passen, weil sonst sagt der eine, hallo, ich das ist nicht mehr gleichwertig, ich bin da über den Tisch zu. Also da bitte ganz gut spüren, ziehe ich jemand über den Tisch oder wäre ich über den Tisch gezogen? Ist es so, dass ich auch das artikulieren darf, was ich mir denke, oder ist es verboten? Also all diese Dinge, auf die wirklich gut achten, und eine gesunde Beziehung ist dann gesund, wenn beide merken, passt, ist gut. Ich bin frei, aber ich weiß auch, der andere ist auch da. Ich bin nicht abhängig, ich bin aber auch nicht total bedürftig. Und wir haben uns so gut ausgesprochen, in einem guten, transparenten, kommunikativen Prozess, dass wir beide das Gefühl haben, gut so. So können wir leben. Und wieder bei Abgrenzungen, wenn ich mich schützen muss, wenn ich einfach merke, das ist energiemäßig, ist das meine Grenze oder auch beziehungsmäßig oder auch sexualitätsmäßig oder was immer, dass ich dann auch wirklich das so artikulieren kann, dass ich vom anderen ein Verständnis kriege. Wenn ich aber zu hart bin und zu weit weggehe, muss ich auch sagen, ja, das ist zu hart, das kann der andere nicht mittragen. Ich muss wieder ein Stück mich annähern. Oder wir müssen einen Weg finden, wie man das
sonst leben können. Weil sonst gibt's keine gesunde Beziehung mehr. Oder es kann auch sein, dass die Beziehung wirklich aufgrund von Krankheit oder aufgrund von anderen Schwierigkeiten auch so ist, dass man sagt, ja, die ist nicht mehr so, wie wir es uns vorstellen, aber trotzdem bleiben wir dann treu, trotzdem sind wir dann da, trotzdem halten wir das durch, auch wenn sie nicht so ist, wie wir es uns vorstellen. Vielleicht wird's wieder, vielleicht wird's auch nimmer im Alter. In Krankheit, in chronischer Krankheit. Aber das ist dann keine gesunde Beziehung, sondern da geht's dann um andere Werte. Da geht's dann einfach um für den anderen sorgen, weil er sonst nicht anders kann. Nicht in ein Helfersyndrom reinkippen, ja, wo es auch ein eigenes Video gibt. Aber das ist die Gefahr gering, wenn ich merke, es war vorher ganz gesund und ganz ausgeglichen und jetzt kriegt es halt eine Schieflage, weil ich halt jetzt den kranken Partner pflegen muss. Aber das ist dann auch nicht auf Dauer und da darf ich mir auch Hilfe holen. Ich darf auch sagen, mir ist es zu viel, ich brauche 24-Stunden-Pflege ein Pflegeheim ist jetzt da angezeigt. Es geht nicht, ich kann nicht so über meine Grenzen gehen, es ist mir einfach zu stark oder ich brauche mehr Unterstützung. Also da auch in aller Freiheit, das auch ganz gut im Gespräch mit dem Partner, soweit das halt geht, dann auch klären, aber auch gut sich schützen und gut selber wahrnehmen, was ich brauche. Dann kann ich eine gesunde Beziehung auch dauerhaft oder über einen langen Zeitraum gut leben. Und allerletzter Punkt, es ist nicht so, dass ich eine lineare, gesunde Beziehung habe. Emotionen sind einmal ein Stück rauf und runter. Sie sollen nicht so hoch und so tief sein, aber sie sollen halt um die Mitte herum pendeln und es geht um einen Ausgleich, aber es geht auch darum, dass ich auch akzeptiere, dass es mal höher und mal tiefer ist. Das ist auch normal und ist trotzdem gesund. Alles Gute, dass Sie eine wunderschöne, gesunde, erfüllende Beziehung leben können.